Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr bei eurem Unify-Controller ein Gast-WLAN erstellen könnt mit Voucher-Funktion. Also, dass zum Beispiel das WLAN kein Kennwort hat und ihr dann Codes generieren könnt, damit dann Gäste ihn eintragen können und zum Beispiel nur 4, 6 Stunden, 8 Stunden, je nachdem, was ihr einstellt, Internet haben und danach sozusagen der Code ungültig wird für die aktivierte MAC-Adresse. Wir sind einmal angemeldet in unserem Unify-Controller, dann gehen wir einmal unten auf das Zahnrad. In meinem Fall habe ich hier ein Gast-WLAN schon erstellt. Da könnt ihr euch das einmal anschauen. Wir haben nämlich einmal das Hotspot-Portal automatisch. Wenn ihr das Hotspot-Portal aktiviert, wandelt er es um und es gibt keine Kennwortabfrage mehr. Das seht ihr dann nach unten, weil bei Security Protocol steht Open. Ihr könnt das natürlich mitmachen, aber an sich brauchen wir es nicht, weil wenn er sich mit dem Gast-WLAN verbindet, kommt er direkt auf die Webseite und dort wird der Code abgefragt und dann könnt ihr den Code generieren, beziehungsweise vorher generieren und dann demjenigen geben und dann könnt ihr dort auch die Zeit einstellen. Das Wichtigste ist, dass ihr oben den Hotspot-Portal Haken reinmacht. Dann kommt nämlich automatisch der Button, den kann ich euch gleich zeigen, wie das sozusagen aussieht, das Hotspot-Portal. Dann können wir einmal alles durchgehen. Das wäre in dem Fall der Haken hier. Dann klar, in meinem Fall habe ich nur 2,4 und 5 GHz Band, deswegen ist das 6 GHz Band ausgegraut, weil wir noch gar kein Wi-Fi 7 Access Point bei dem Standort hier haben. Dann kann man noch bestimmte andere Einstellungen machen, aber den Rest habe ich eigentlich leer gelassen. Das heißt, das passt alles. Genau. Das heißt, wir würden jetzt aber hier erstmal auf Abbrechen gehen, weil ich möchte das nicht speichern, weil wir hatten ja die Einstellung sozusagen angepasst. Das heißt, wir gehen folgendermaßen vor. Wir klicken jetzt einmal auf das Hotspot-Portal. Und dann seht ihr schon verschiedene Sachen, die man hier einsehen kann. Zum Beispiel Leute, die verbunden sind. In meinem Fall gibt es da, in unserem Fall ist es hier so, dass wir immer 30 Tage Voucher haben für Monate. Und dann habt ihr hier die Codes und die Möglichkeit, Single Use einzugeben. Wir können jetzt zum Beispiel Add Voucher machen und dann zeige ich das einfach mal, wie das abläuft. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, Namen anzugeben, irgendwas. Dann könnt ihr Multi-Use, das heißt, der ist öfters nutzbar. Das heißt, ihr macht einen Code, der 30 Tage gültig ist zum Beispiel oder jetzt 24 Stunden gültig ist. Den könnt man aber auf unendlich Geräten aktivieren. Oder man macht Single-Use, das heißt, der ist jetzt nur für ein Gerät. Als Beispiel, ihr habt jetzt ein iPhone, verbindet euch mit dem Gast-WLAN, kommt ein Pop-up, dann fragt der nach den Zugangsdaten, beziehungsweise nach dem Code, dann tragt ihr den Code ein, dann wird er auf eure MAC-Adresse für diesen einen Tag oder 24 Stunden oder was auch immer aktiviert und danach wird es automatisch gesperrt. Zusätzlich könnt ihr auch noch Download- und Upload-Limits eintragen, wenn die Gäste zum Beispiel nicht die volle Internetbandbreite nutzen sollen, können, wollen. Genau, das ist dann aber alles softwarebasiert, das heißt, das hat nichts mit eurer Firewall, Switch, was auch immer zu tun, das ist wirklich von der Unify-Software und dann ist das in den WLAN-Tellern sozusagen beschränkt. Genau, dann gehen wir einmal zurück, wir gehen nämlich jetzt hier auf die Landingpage und so sieht dann sozusagen die Oberfläche aus. Ihr könnt den Part komplett selbst definieren, das heißt, ihr habt die Möglichkeit, Logos einzusetzen. Videos, Texte einzusetzen, gegebenenfalls auch noch Links. Das steht hier drüben dann alles drinne. Theoretisch könnt ihr auch den Button ändern und schreibt dann einfach rein irgendwas. Das ist dann egal. Aber an sich Login, weil die meisten verstehen es. Dann könnt ihr auch noch Terms of Service reinmachen, die angehakt werden müssen. Und dann könnt ihr in die Terms of Service euren Text reinschreiben, dass die da sozusagen mit einverstanden sind, dass das und das passiert. Dann könnt ihr hier die Logos einbinden. Da ist immer empfehlenswert, ein transparentes Logo zu nehmen, weil sonst haben wir wie hier weiße Ränder. Da ist dann halt ein transparentes Logo eigentlich perfekt. Und den Code, den wir eben gesehen haben, der wird hier eingegeben, wird auf Login geklickt und dann verbindet er sich automatisch. Ich kann euch aber noch ein paar Sachen zeigen, die wir zum Beispiel einstellen müssen, damit wir hinkommen. Wenn
Weil ihr könnt zum Beispiel sagen, dass er zum Beispiel, wenn er fertig ist, euch weiterleitet auf eure Webseite, also von der jeweiligen Firma oder Verein oder was auch immer. Kann man hier machen oder man lässt es einfach bei dem Standardtext. Aber das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Dann gehen wir hier oben einmal auf Authentifizierung und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Theoretisch könnt ihr auch Payment machen, das heißt, wenn jemand in das Gastwählen will, gebt ihr einen bestimmten Betrag an und dann kann er per PayPal oder was auch immer bezahlen. Wichtig dabei zu beachten ist, dass sozusagen das Gerät oder sozusagen die Firma natürlich angegeben sein muss, die das sozusagen macht. Und ihr müsst im Normalfall Geld dafür bezahlen, weil ihr seht euch unten schon Free Trial, das sind halt eigentlich alles Methoden, hier unten auch, wo natürlich Geld verlangt wird, weil das ja gewerblich dann genutzt wird. Und da ist wichtig zu beachten, dass ihr dann halt natürlich für diese monatlichen für diese Funktion des Direct Payment natürlich Geld bezahlt pro Monat. Gegebenenfalls auch Prozente abgeben, aber ich glaube, bei diesen Cloud-Lösungen hier, bei diesen Cloud-Payment-Lösungen, wird das so sein, dass ihr da monatliche Gebühren habt. Aber das müsst ihr euch dann selbst mal anschauen. Gehen wir einmal auf Close, möchten wir natürlich nicht. Dann gibt es theoretisch auch noch ein Facebook-Login, habe ich noch nie ausprobiert, würde ich auch erstmal weglassen, weil da brauchen wir auch wieder API-Zugangsdaten. Und dann gehen wir einmal auf Settings. Und hier ist eigentlich ganz wichtig, wir können natürlich die Sprache ändern, klar. Würde ich aber erstmal so lassen, weil die deutsche Überschrift oder die deutsche Übersetzung eher schlecht als recht ist. Deswegen ist eigentlich das Englische immer am besten. Wichtig ist, damit ihr auf den Unified Controller kommt, bevor das Gerät Internet hat, müsst ihr zwingend diese Haken anhaken. Ihr braucht auf eurem Unified Controller einen aktives und nicht abgelaufenes SSL-Zertifikat. Ich nutze dafür Let's Encrypt, ist eigentlich das Beste. Und dann habt ihr oben sozusagen die Sachen, die aktiviert sein müssen, damit das geht. Das heißt, bei der Domain könnt ihr entweder natürlich die IP-Adresse eintragen, dann darf es aber nicht secure sein, weil auf einer IP-Adresse könnt ihr kein Zertifikat ausstellen. Deswegen optimalerweise irgendeinen DNS-Namen. Und den restlichen Haken an. Und wichtig ist, Pre-Authorization Allowance heißt nichts anderes, auf was für IP-Adressen darf er zugreifen, bevor er verbunden ist. Natürlich muss dort der DNS drinne stehen, weil wenn er den DNS natürlich nicht hat, wie soll er dann den DNS-Namen finden? Deswegen einfach den Google und den Cloudflare DNS reinpacken und dann wird das sozusagen erlaubt, aber auch nur dorthin. Das heißt, in dem Gast-WLAN selbst ist alles abgeschottet. Kein Gerät kann sich selber finden, aber er kommt ins Internet. Genau. Und dann haben wir unten noch Default-Settings wieder zurücksetzen, das möchten wir nicht. Der Default-Expiration standardmäßig auf 8 Stunden könnt ihr aber auch unterschiedlich einstellen. Standardmäßig ist halt 8 Stunden, ist ja auch in Ordnung, weil nicht jeder braucht 30 Tage, einen Tag, je nachdem, vielleicht mal ein Seminar von einer Woche, dann sind es 7 Tage. Aber das könnt ihr dann halt alles über den Voucher-Part einstellen und könnt euch dann halt auch die Tage, die Stunden, gegebenenfalls auch Minuten, aber eigentlich eher so Stunden oder Tage eintragen. Und dann halt 7 oder so und dann passt das. Und wenn wir jetzt auf Guests gehen, zeigt er natürlich erstmal keinen an, weil wir haben hier oben die Anzeige, ein Tag, eine Woche, einen Monat. Und natürlich kann es sein, dass jetzt weil wir sind jetzt am 7., dass jetzt heute sich keiner sozusagen aktiviert oder reaktiviert hat. Dann gehen wir mal auf eine Woche, dann sieht das schon ein bisschen anders aus. Dann seht ihr automatisch den Voucher-Code, die IP-Adresse, auf die es läuft. Das könnt ihr auch ganz einfach anschauen. Ihr klickt einfach mal drauf und dann seht ihr zum Beispiel, welche MAC-Adresse diesen Code eingegeben hat. Dann könnt ihr ihn einfach rausschmeißen
oder automatisch verlängern. Aber das Verlängern mache ich im Normalfall nicht, sondern da wird dann einfach ein neuer Code generiert, weil die sind ja vielleicht häufiger mal dann einfach weg. Dann gibt es genau Voucher-Methode und dann könnt ihr den auch blocken, zum Beispiel, wenn, keine Ahnung, der irgendwas Schlechtes macht, keine Ahnung, ganz viel Zeug runterlädt oder was auch immer, könnt ihr auch diesen Voucher-Code einfach blocken oder unauthorize. Unauthorize heißt einfach nur wirklich wegnehmen und blocken heißt dann wirklich, dann wird die komplette MAC-Adresse geblockt. Und dann seht ihr halt auch meistens von welchem Hersteller. Das ist halt immer unterschiedlich. Keine Ahnung, beim Handy ist es Samsung, iPhone, Apple, was auch immer. Und dann seht ihr halt auch die was zum Beispiel jetzt in den letzten Stunden, Tagen alles schon runtergeladen wurde. Zum Beispiel er hier hat knapp 99 GB geladen, 77 und Upload ist ja meistens niedriger, aber das könnt ihr euch sozusagen alles anschauen lassen. Genauso wie hier oben, dann gibt es hier die Möglichkeit halt zurückzugehen, aber meistens nicht so weit. Der geht meistens, wie gesagt, einen Monat zurück und dann seht ihr halt noch ein paar mehr Geräte, auch mit den Dateninformationen und ob es halt wiederkehrend ist, neu ist. Ja. Das war eigentlich der Part von dem Hotspot einrichten gewesen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.